Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den nächsten Blitzdeal aus der Rubrik Smart Home vor Weihnachten. Es geht um die smarten Heizkörperthermostate von Tado. Made in Germany, gute Qualität und natürlich unfassbar schickes Design. Dafür steht Tado jetzt schon seit einiger Zeit und viele von euch sind unfassbar begeistert von den smarten Heizkörperthermostaten, weshalb natürlich so ein Deal kurz vor Weihnachten noch mal richtig gelegen kommt, denn standardmäßig sind die Teile richtig teuer, muss man sagen. Das Starter-Set kostet 130 Euro und jetzt bekommt ihr den smarten Start sozusagen in die Heizwelt einmal für 95 Euro. Das heißt, wenn ihr den Deal wahrnehmen wollt, seid hier auf jeden Fall schnell. Link zum Deal habe ich euch einmal in die Infobox gestellt. Dort gibt es auch noch mal alle technischen Details und natürlich wie immer, wenn ihr Fragen habt, alles in die Kommentare oder direkt bei Telegram reinschreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Die smarten Heizkörperthermostate von Tado. Erstmal natürlich hat Tado schon vor einigen Jahren das erste Konzept vorgestellt. Das wurde dann relativ schnell umgesetzt und dann hat man auch gemerkt, was smartes Heizen eigentlich bedeutet, beziehungsweise nachrüstbar smartes Heizen bedeuten kann. Denn Tado hat es designtechnisch und verarbeitungstechnisch einfach auf ein vollkommen neues Level gebracht. Die Heizkörperthermostate sind erstmal super schick mit glatter Oberfläche gestaltet worden. Ein kleiner Knauf auf der Oberseite und eine kleine eingelassene Display-Einheit lassen das ganze designtechnisch noch mal viel, viel schicker wirken und es sieht absolut minimalistisch aus. Für meine Einschätzung ist Tado auch deutlich schöner als die Standard-Heizkörper-Thermostate und räumt einfach auch mal mit dem Vorurteil auf, dass wirklich nachrüstbar smarte Thermostate immer klobig aussehen müssen und designtechnisch wirklich kein Hingucker sind. Hier absolut schick, durchdacht und wirklich absolut top. Dass die Oberfläche glatt ist, begrüße ich immer unglaublich gerne, da wir hier wirklich eine Einheit haben, die man leicht reinigen kann. Gerade auf lange Sicht gesehen hat sich das einfach als Segen erwiesen und vor allen Dingen kann sich hier kein Staub festsetzen, was ebenfalls ein riesengroßer Pluspunkt ist. Die App von Tado ist dann sehr übersichtlich gestaltet. Man kann hier einfach Räume festlegen, kann dann natürlich von überall, wo man gerade ist, einmal Temperaturen einstellen, Heizpläne festlegen, etc. und selbstverständlich auch Heizszenen festlegen. Das heißt, ihr könnt einen Sparmodus, einen Home-Modus und so vieles weiteres einfach ganz leicht über die App konfigurieren. Natürlich lässt sich Tado dann auch noch erweitern. Es gibt viele, viele Heizkörperthermostate oder auch Raumthermostate beispielsweise, die man erweitern kann. Inklusive auch Klimaanlagensteuerung und vielen weiteren Segmenten hat sich Tado mittlerweile doch wirklich einen Namen gemacht. Das heißt, ihr habt hier tatsächlich auch ein System, wenn ihr euch für dieses Starter Set entscheidet, wo ihr sehr, sehr flexibel mit seid und ich nenne das eigentlich immer ganz gerne das Philips Hue der Smart Heating Systeme, weil ihr tatsächlich viele Komponenten habt, die ihr einfach unfassbar gut erweitern könnt und die Qualität vor allen Dingen immer ganz weit oben steht. Von daher, wenn ihr den Deal wahrnehmen wollt, nutzt das aus. Unter 100 Euro, wie gesagt, für 95 Euro gibt es jetzt das Starter Set. Normalerweise kostet das Ding 130 Euro, deswegen seid da definitiv schnell. Link zum Deal ist einmal für euch in der Infobox, dort auch noch mal alle technischen Details und bei Fragen gerne alles einfach in die Kommentare und bei Telegram reinschreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dahin hoffe ich natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir hier auf YouTube ein Abo da lasst. Gerne die Glocke aktivieren, dann seid ihr mal auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.